Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht es sich nicht um Zeichen, sondern um das Basteln bzw. Nähen. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie ihr solche Scrunchies einfach selber nähen könnt. Ich habe hier schon mal ein paar gemacht. Und eins habe ich auch gerade selber am Handgelenk. Bevor ich es vergesse, heute grüße ich wieder jemanden. Und zwar grüße ich heute Zeichnen mit Alaina. Und ja, hier seht ihr, was sie geschrieben hat. Und ja, ganz liebe Grüße an dich. Habe ich gerade deinen Namen richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Ansonsten kannst du mich gerne verbessern. Und jetzt geht's los mit dem Video. Ihr braucht eine Nähmaschine. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit der Hand nähen. Das könnte aber ein bisschen schwieriger werden. Da braucht ihr eine Schere. So ein elastisches Gummiband. Ein Maßband oder Lineal, ich weiß nicht ganz, ich messe es immer mit dem Maßband aus. Dann so eine Sicherheitsklammer und Nadeln zum Feststecken. Ich habe jetzt nicht diese professionellen, aber hiermit geht es auch. Und natürlich Stoff. Ich habe mir das Stück Stoff jetzt abgeschnitten. Die Maße werde ich euch hier mal kurz einblenden. Und es sollte jetzt nicht super schief sein, aber es ist okay, wenn es auch nicht hier so super gerade ist, wie man hier sieht. So, jetzt kommen diese ganzen Nadeln in den Einsatz. Und zwar legen wir uns jetzt den Stoff so hin, dass die schöne Seite nach oben guckt. Und wir legen das hier rauf, bündig. So, drücken das so ein bisschen glatt. Und jetzt fixieren wir das mit den Nadeln. So, ich habe jetzt hier alles fertig gesteckt, sage ich jetzt mal. Und jetzt wird gleich genäht. Aber bevor genäht wird, ihr müsst mir bitte zuhören. Denn das ist ganz, ganz wichtig, was jetzt kommt, weil ich habe das selber schon mal vergessen. Und zwar werden wir jetzt gleich nähen. Hier entlang, aber nicht hier komplett drüber. Wir werden vorher aufhören. Hier und da werden wir aufhören. Das heißt, wir werden hier einmal lang nähen bis zu dieser Nadel. Das letzte Stück und das letzte Stück wird nicht mitgenäht. Das beides wird ausgelassen. Das ist ganz wichtig. Okay, es geht. Puh. Jetzt bin ich hier, wie man vielleicht sieht, kurz vor der Nadel. Die Nadel ziehe ich jetzt einfach raus. Pack die hier rein und dann nähe ich einfach weiter bis zur nächsten Nadel. Hier ziehe ich die Nadel wieder raus. Ah. So, jetzt kann ich wieder weiter nähen. So, jetzt bin ich ja hier kurz vor dem Ende und hier mache ich jetzt wieder kurz, nicht kurz rückwärts, vorwärts, um so eine Art Knoten zu machen, damit sich die Naht nicht wieder auflöst, weil, wie gesagt, hier nicht ganz durchnähen. So. So, wenn das Ganze jetzt ungefähr so aussieht, das Ganze genäht ist, dann nehmen wir uns hier eine Öffnung und wir krempeln das Ganze um. So, das wäre jetzt alles umgedreht und wir brauchen jetzt wieder die Nadeln. Denn jetzt ist es ein bisschen komplizierter. Ich zoome ein bisschen weiter ran. Und zwar klappen wir das hier so aufeinander. So. Und hier, wo die beiden Öffnungen jetzt sind, nehmen wir das beides und klappen das so aufeinander. Dann wird das Ganze wieder zusammengesteckt.
und wieder zusammengesteckt. Also so sieht das jetzt aus. Ich habe das jetzt hier oben so zusammengesteckt. Ich hoffe, man konnte das eben erkennen, wie ich das gemacht habe. Und jetzt müssen wir hier einmal lang nähen. So, dann fangen wir hier an. So. Boah, die Kamera ist ein bisschen weg. Nochmal. So, so. So, wir können ja auch gleich mal die erste Nadel rausziehen. Und jetzt wird genäht. Und jetzt ist hier die nächste Nadel, die ziehen wir wieder raus. So, jetzt kommt gleich eine Kurve. Da müssen wir dann auch so eine kleine Kurve machen, indem wir das so ein bisschen drehen, das Stück Stoff. Die habe ich ja jetzt eben einmal lang genäht. Hier. Und jetzt, hier ist, so sieht es jetzt aus und dann können wir es so ziehen. Und das hier so ein bisschen, das hier wird jetzt eingedrückt, eingeklappt. Dass das Ganze so aussieht, wie so ein Kreis. Hier ist immer noch die Öffnung. Und jetzt brauchen wir dieses Band und eine Schere. Von dem Band schneiden wir uns jetzt circa 28 cm ab. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Und jetzt kommt unsere Sicherheitsnadel. Und das fädeln wir jetzt hier unten durch und knoten das einmal mit einem Knoten fest. Hier, wo die Öffnung ist, fädeln wir das jetzt durch das Band mit der Sicherheitsnadel. Aber aufpassen, dass das Band nicht wieder reinrutscht. Ich habe jetzt eben schon mal die Sicherheitsnadel abgemacht, aber ich habe jetzt hier die beiden Bänder und wir müssen das jetzt so ein bisschen stramm ziehen, die beiden Bänder, weil die gleich verknotet werden. Und ihr könnt ja als Test das schon mal festhalten und gucken, ob das zum Beispiel schon um euer Handgelenk geht. Und bei mir zum Beispiel passt das gut so. Dann mache ich hier einen Knoten rein. So. Aber am besten mehrere Knoten, auch nicht nur Doppelknoten. Sondern schon, das hier ist jetzt der dritte Knoten, aber sicher ist sicher. Und hier guckt das Band jetzt noch raus bei der Öffnung. Das Band, das drücken wir jetzt noch so ein bisschen weiter hier rein. So, dass es nicht mehr hier oben rausguckt. Hier bei der Öffnung krempeln wir diese beiden Seiten so ein bisschen ein. So. Damit wir hier das jetzt noch zunähen können, diese Seite. Hier ist jetzt auch die Öffnung. Ihr könnt die mit Nadeln wieder feststecken. Ich mache das jetzt nicht. Und dann müsst ihr jetzt hier einmal den Teil, der noch offen ist, zunähen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und hier oben ist jetzt das, was ich geschlossen habe, wie man hier sieht. Hier oben ist die kleine Naht. Und wir können jetzt auch die anderen Fäden, die hier drumherum stehen, abschneiden. Ja, meiner ist jetzt fertig. Und so sieht der jetzt aus. Den kann man sich hier ums Handgelenk rum machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.